Ja, 18 Uhr. Willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich heiße Sie alle herzlich willkommen. Schön, dass Sie uns die Zeit geben, hier heute teilzunehmen. Zunächst machen wir ein ganz kurzes, informatives Intro und dann werden wir aber auch direkt zu Herrn David Varney rübergeben, so dass er dann auch mit dem zweiten Teil der Webinarreihe beginnen können. Ich werde Ihnen auch gleich zeigen, wo Sie die erste Aufzeichnung, das erste Webinar finden, aber auch weitere Informationen zu unserem Partner AlgoChem. Ja, zunächst ganz kurz nur für diejenigen, die noch planen oder Interesse haben, bei uns ein Live-Konto zu eröffnen. Sie haben bis morgen noch die Möglichkeit, an unserer Aktion teilzunehmen und ein Education-Paket zu der Kontoeröffnung zu erhalten, beziehungsweise auch einen Bonus für die Webinarreihe mit Mario Lüdemann. Hier finden Sie alle Informationen dazu. Ich werde den Link in den Chat reinkopieren, so dass Sie sich das später auch angucken können. Wie gesagt, ist nur noch bis morgen online. Also, weil falls Sie noch ein Konto bei uns eröffnen möchten, dann gerne auch das Paket beantragen. Ansonsten, wie angesprochen, zeige ich Ihnen, wo Sie die Aufzeichnungen finden und weitere Informationen zu AlgoChem, also einmal unter Training, Trading Partner. Dann ein bisschen runterscrollen und dann finden Sie hier AlgoChem. Klicken Sie hier auf diesen Link. Auch den Link werde ich gleich in den Chat kopieren. Können Sie sich schon dann auch nachher sich nochmal in Ruhe durchlesen. Hier finden Sie, wie gesagt, ein paar erste Informationen und auch zu der Webinarreihe. Hier geht es dann zum Video. Können Sie sich natürlich nach dem heutigen Webinar angucken. Die Aufzeichnung, soweit sie auch funktioniert, werden Sie natürlich dann auch hier finden. Ja? Gut, wie gesagt, die zwei Links kommen gleich noch in den Chat und ansonsten würde ich sagen, übergebe ich auch jetzt an den Herrn David Varney und wünsche viel Spaß. Ich bin auf jeden Fall noch nebenbei im Hintergrund und versuche die Fragen zu beantworten. Beziehungsweise, wenn es passend ist, werde ich die dann zwischendurch für Sie stellen. Ich denke, dass Sie dann auch entsprechende Antwort bekommen. So. Ja, vielen Dank dafür. Von mir auch ein herzliches Willkommen in die Runde. Schön, dass ihr heute alle zum zweiten Teil der Webinarreihe eingeschaltet habt. Die Webinarreihe, wie ja schon kurz erwähnt, heißt Automatische Handelssysteme verstehen und profitabel nutzen. Die Webinarreihe besteht insgesamt aus vier Teilen. Heute der zweite Teil und wie auch schon erwähnt, falls der erste Teil vergessen wurde, die Aufzeichnung ist auf jeden Fall da und die Qualität dazu ist auch brillant. Also lohnt es sich auf jeden Fall im Nachhinein, nicht jetzt im Nachhinein, die Aufzeichnung anzusehen. Genau. Worum geht es eigentlich oder wer bin ich eigentlich? Mein Name ist David Varney. Ich bin 25 Jahre alt. Wohne in Berlin und ja, auch in Berlin groß geworden natürlich. Ich mache das hier mal kurz zur Seite. So, da sieht man es auch besser. Ja, was mache ich eigentlich und wieso nehme ich mir überhaupt das Recht raus, über das Thema zu reden? Ich habe die letzten 8,5 bis 9 Jahre in einer Vermögensverwaltung in Berlin gearbeitet. Keine klassische Vermögensverwaltung, sondern die Aufgabe oder das Hauptaufgabengebiet war halt wirklich das Algo-Trading, also komplett losgelöst vom manuellen und diskretionären Trading, ging alles über Algo-Systeme. Ja, wie kann man sich die Arbeit so vorstellen? So zu meinen Aufgabengebieten gehörte halt die Programmierung an sich von den Handelssystemen,
die Betreuung von den Systemen, die Strategieentwicklung, die Optimierung. Es gibt auch viele Backend-Anwendungen, die halt auch zu einer Vermögensverwaltung gehören. Es fängt halt an bei einer Aufbereitung der ganzen Trades für die Buchhaltung, für das Finanzamt, für den Bilanzprüfer. Da gibt es halt Unmengen an Tools, die nicht aktiv handeln, aber halt auch programmiert werden müssen, betreut werden müssen, entwickelt werden müssen. Genau, damals hatte ich angefangen vor 9 Jahren in dem Unternehmen und bin eigentlich zufällig so in das Thema Trading und Algo-Trading reingerutscht. Wollte damals eigentlich nur eine Ausbildung zum Programmierer machen. Und genau, durch den Umweg bin ich dann in die Vermögensverwaltung gekommen und habe da auch recht schnell Blut geleckt an dem Thema, wie vielleicht viele von Ihnen nachvollziehen können, wenn man so ständig vor den Systemen sitzt und sieht, wie das Geld verdient wird und eigentlich gar keiner wirklich gerade was macht, sondern nur auf die Systeme starrt. Deswegen habe ich da recht schnell auch angefangen, selbst zu handeln und so die typische Laufbahn durchgemacht, die wirklich viele kennen. Konto eröffnet, Konto geschrottet, Konto eröffnet, Konto geschrottet und ja, den steinigen Weg mitgemacht, um endlich auch profitabel zu sein. Und genau, das habe ich dann lange, lange, lange parallel gemacht, halt im Angestelltensein die Algo-Systeme aufgebaut, betreut und so weiter und nebenbei halt das manuelle Trading. Genau, letztes Jahr, Ende 2015, hatte ich dann Lust nach mehr, sage ich mal, und habe dann den Job bei der Vermögensverwaltung aufgegeben und AlgoCamp gegründet. Das war Ende 2015. Und ja, AlgoCamp ist halt ein Unternehmen in Berlin, das sich genau auf dieses Thema spezialisiert, wo ich herkomme, auf das algorithmische, automatische, vollautomatische oder halbautomatische Trading. Abgesehen davon bin ich ab und zu auch noch Referent auf der World of Trading. Letztes Jahr hatte ich da das erste Seminar. Dieses Jahr im November sind 2 Seminare geplant. Auch eins zu dem Thema, was wir heute bereden, Algo Trading. Und regelmäßig schreibe ich auch noch ein paar Artikel für das Traders Mag. Vielleicht der eine oder andere schon mal was gelesen von mir. Genau. Heutige Thema ist automatisches Handeln versus manuelle Handeln. So, genau. Was können wir überhaupt dazu heute sagen? Ich habe das ganze Thema mal unterteilt in fünf Punkten. Erst einmal möchte ich, dass wir so den gleichen Stand haben, wie überhaupt der Alltag oder der Trading-Alltag von einem diskretionären Handel oder Händler aussieht, im Vergleich dazu, wie der Alltag aussieht zu einem Algo-Trader. Da kann ich, denke ich mal, ganz gute Inspirationen liefern, wie der Alltag so aussieht über Jahre, welche Höhen und Tiefen man dadurch lebt. Dann das Gleiche nochmal verglichen mit dem Alltag, wenn man so auf der Mitte steht, sprich viel manuell handelt, aber halt ein paar Aufgaben einfach von kleinen Robotern abnehmen möchte oder abnehmen lassen möchte. Sprich, zum Beispiel möchte man halt die Trades selbst eingehen und möchte dann die Stop-Loss automatisch nachziehen lassen oder. Also es gibt viele, viele Anwendungsmöglichkeiten, wo uns halt auch ein kleines System helfen kann. Als viertes dann überhaupt die generelle Frage, wo macht automatisch oder wo machen automatischen Hilfen überhaupt Sinn, wo machen sie keinen Sinn? Und der letzte Punkt sind dann die Praxisbeispiele für den Alltag, die doch ganz interessant sind und viele gar nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube, viele, wenn sie Algo-Trading hören oder Expert-Advisor, die sehen halt nur ein System, was nur handelt da. Es gibt auch viel, viel mehr drumherum, was eigentlich auch ganz interessant ist. Genau. Zu Beginn erstmal kurz die Definition. Was ist überhaupt ein automatisches Handelssystem? Was kann ein automatisches Handelssystem und was nicht? Das war ja so das Hauptthema von dem ersten Webinar. Kurz gesagt, ein automatisches Handelssystem macht nur das, was der Programmierer eben zuvor fest definiert hat, und zwar haargenau definiert hat. Das automatische Handelssystem hat keinen Spielraum, es interpretiert gewisse Dinge nicht anders, es hat kein Bauchgefühl, es ist total emotionslos und es macht nur das, was wir ihm gesagt haben. Sprich, wenn wir
Wenn wir manuell traden und keine erfolgreiche Strategie haben, dann bringt es uns im ersten Schritt nichts, wenn wir diese negative oder diese nicht profitable Strategie automatisieren. Dann machen wir halt nur automatisiert Verluste. Das bringt in dem Fall halt nichts. Wenn wir natürlich sagen, wir haben Systeme oder eine Strategie, die wir manuell handeln und die ist erfolgreich und wir haben sie haargenau definiert, sprich Entry, Exit, Stop Loss, Take Profit, ist alles haargenau beschrieben und man könnte es auch niederschreiben, dann macht es durchaus Sinn, eine Handelsstrategie zu programmieren. Wichtig ist aber wirklich, dass wir genau diesen Punkt auch erfüllen können. Sprich, da muss man sich selbst mal fragen, ha? Worauf achte ich eigentlich beim Traden? Ist diese Bauchgefühlkomponente zu groß? Dann habe ich da zwei Vorteile. Zum einen merke ich in dem Moment, ich sollte mich mal hinsetzen und überhaupt mal meine Strategie genauer definieren. Und der zweite Punkt ist dadurch natürlich, dass ich die Strategie einmal niedergeschrieben habe und auch automatisieren könnte, wenn ich möchte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um einfach nur mal klarzustellen, was überhaupt ein Algomat oder ein Algo-Trading oder ein automatisches Handelssystem überhaupt ist. Genau. Also das erste Thema. Ja, Trading-Alltag von einem diskretionären Händler oder Trader, das kennen, denke ich mal, viele von Ihnen. Das ist zeitlich ein bisschen individueller, je nachdem. Viele machen das vielleicht schon Vollzeit, viele machen das vor dem Beruf, eine Pause nach dem Beruf, am Abend, wie auch immer. Aber so prinzipiell der Tagesablauf von einem diskretionären Händler ist in der Regel so: Wir stehen halt morgens auf, jetzt in dem Beispiel 7:30 Uhr, Schicht beginnen. Was macht man so am Morgen, außer den Standardsachen Kaffee trinken und Co.? Wir schauen erstmal aufs Konto, gucken aufs Konto, was haben wir für offene Positionen, betreuen die, eventuell schließen wir Positionen, gucken uns schon mal nach neuen Setups um, pflegen das Trading-Tagebuch, wenn wir fleißig sind, gucken uns ein paar Charts an, lesen Nachrichten und dann geht es in der Regel um 9 Uhr bei den meisten auch schon los. Wir fangen an zu handeln, Session beginnt, der Markt macht auf. Und dann ist es relativ individuell, wie wir halt unseren Alltag dann gestalten. 15:30 Uhr US-Markteröffnung, kommt auch wiederum auf den Trader an. Viele handeln da schon gar nicht mehr, viele fangen erst dann an zu handeln. Und um 22 Uhr ist dann ja in der Regel der Feierabend. Sehr viele beginnen halt noch mit der Nacharbeit, sprich, sie gucken sich nochmal den Tag an. Wie ist er gelaufen? Was hätte ich besser machen können? Pflegen vielleicht nochmal ihr Trading-Tagebuch, schreiben ein paar Analysen oder lesen sich nochmal Nachrichten durch. Ja, das ist so ich würde mal sagen, der Durchschnittsalltag von einem Vollzeit-Trader. Wie gesagt, wenn man noch beruflich stärker eingebunden ist, ist es nicht so sehr zeitfressend. Aber wir sehen halt hier in den Beispielen, um so den gesamten Markt abzudecken, sind wir halt wirklich den ganzen Tag vorm Rechner. Also direkt nach dem Aufstehen bis am Abend warten wir halt auf Setups, gucken darauf, dass wir unsere Strategie umsetzen können, dass wir Trades durchführen können. Und ja, in der Regel, ich vergleiche das immer gerne so mit anderen Berufen, es ist ja so, dass wir durchaus den ganzen Tag 14 Stunden, 10 Stunden vor dem Rechner sitzen können und am Ende gehen wir halt ohne Gewinn nach Hause. Oder wir gehen sogar mit Verlusten nach Hause. Wenn man das mit anderen Berufen vergleicht, fällt mir jetzt eigentlich kein anderer Beruf ein, wo wir den ganzen Tag arbeiten, 10 Stunden arbeiten gehen und dann mit sogar einem Verlust nach Hause gehen. Das Trading an sich halt schon relativ exotisch, sage ich mal. Genau, aber für Sie jetzt an sich, denke ich mal, nichts Neues. Trading-Alltag, diskretionärer Händler ist an sich jetzt kein großes Geheimnis. Spannend wird es jetzt beim Algo-Trader. Beim Alltag des Algo-Traders erzähle ich eigentlich immer so gerne aus den Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Ich denke mal so, das typische Bild, was viele vor Augen haben, wenn sie automatisches Trading hören, ist, man steht auf, geht zum Rechner, guckt sich die Position an, ah, wieder 10% gemacht, dann gehen wir jetzt mal schön einkaufen, gehen essen, dann gehen wir schlafen, stehen wieder auf und gucken wieder, was wir verdient haben. Auch so ein bisschen geprägt, dass
Bild durch die ganzen Börsenfilme oder Kinofilme, die jetzt mit der Zeit auch immer stärker rauskommen, ist so ein Bild, was uns ein bisschen verkauft wird, was der Realität natürlich nicht, nicht immer gerecht wird. Genau, das Problem ist halt natürlich dadurch, dass wir halt immer nur diese Filme sehen und auch nur wenig Leute kennen, die sich wirklich mit dem Thema auskennen oder damit beschäftigen oder Erfahrung haben. Es ist für uns sehr schwer, halt irgendwie Vertrauen in automatischen Handelssysteme zu gewinnen. Weil die Vorurteile sind natürlich immer recht groß. Ah, ich traue mich nicht, das Geld einem System anzuvertrauen, wo ich die Kontrolle vielleicht verliere oder ich kann nicht in Ruhe schlafen, dann stehe ich morgens auf und das Handelssystem hat den DAX Future in der Endlosschleife geordert. Kann natürlich alles sein. Das ist auch das, was wir heute immer oft sehen in diversen Filmen, dass die Systeme irgendwie jahrelang gehandelt haben und dann fällt einem auf, ah, macht er doch nur fast oder. Das ist natürlich nicht die Realität, also ganz und gar nicht. Automatische Handelssysteme sind an sich, ich sage jetzt mal nicht, der heilige Gral. Dahinter steckt natürlich schon enorm viel Arbeit. Es, für viele denken sich wahrscheinlich, Trading ist an sich schon ein ziemlich schweres Thema. Und jetzt kommt er auch noch an und will, dass ich das Ganze auch noch programmieren kann oder auch noch programmieren will. Dann sind wir hier auf zwei verschiedenen Baustellen. Zum einen das Trading an sich, was schon enorm schwierig ist und viel von einem abverlangt. Und zum anderen dann auch noch oder die Programmierung und die Umsetzung in ein automatisches Handelssystem. Das sind schon zwei ziemlich große, komplexe Baustellen. Und das ist auch so meiner Meinung nach der Hauptgrund oder die Hauptgründe dafür, wieso das Thema in Deutschland noch nicht allzu sehr verbreitet ist wie in anderen Ländern oder wie Trading an sich. Denn Trading an sich ist in Deutschland immer noch relativ exotisch, aber nicht ganz so exotisch wie das algorithmische Trading. Aus den halt eben genannten Gründen auf jeden Fall. Genau, aber zurück zu dem Alltag. Wie sieht momentan mein Alltag aus? Ich habe ja auch automatische Handelssysteme am Laufen. Die laufen bei mir privat auf meine Konten, die laufen über die Firmenkonten von AlgoCamp und nebenbei trade ich auch noch manuell. Genau, wir haben unsere Handelssysteme, um mal kurz einen Einblick zu geben, auf Trading-Servern am Laufen. Sprich, die Server sitzen oder stehen halt in einem Rechenzentrum, die speziell dafür ausgelegt sind. Sprich, die sind den ganzen Tag an, da kommt keiner und zieht den Stecker, weil er mal saugen muss. Die Klimaanlage ist redundant, sprich, fällt eine aus, bringt die andere ein. Batterien sind vorhanden, also wenn der Strom ausfällt, das Internet ausfällt, es gibt Vorrichtung, dass der Server wirklich rund um die Uhr an ist. Was halt schon essentiell ist für ein Handelssystem auf jeden Fall. Genau, wenn ich also aufstehe, ist der erste Schritt nicht, dass ich zum Rechner gehe und mir mal anschaue, wie die Positionen stehen oder ob das Geld noch da ist oder ob die Systeme noch laufen. Das ist relativ entspannt bei mir. Ich habe viele Sicherheitssysteme am Laufen. Das wird auch mal von vielen unterschätzt, leider. Sprich, meine automatische Handelssysteme, das sind einzelne Bausteine und diese Bausteine werden auch mal von vielen anderen Bausteinen, ich sag mal, kontrolliert. Sprich, wenn irgendetwas passiert, was außerhalb der Norm ist, zum Beispiel verliere ich mehr Geld, als ich angenommen habe, oder meine Handelssysteme traden mehr, als ich angenommen habe, oder sie haben irgendwelche Probleme, die Verbindung bricht ab, oder, dann kriege ich da eine Warnung. Sprich, ich stehe auf, gucke in mein Mailpostfach, gucke auf mein Handy, habe erstmal keine Warnung und für mich erstmal kein Bedarf, irgendwie was zu tun, weil die Handelssysteme halt wirklich vollautomatisiert erstmal laufen. So, wie sieht sonst der Alltag aus? Ich gehe dem typischen Geschäftsleben nach. Ich habe halt noch AlgoCamp, was ich führen muss, entwickle dort viel und. Und erst am Abend, also in der Regel
späten Nachmittag gucke ich dann auf die Systeme und schaue einfach mal rauf, wie die heute performt haben, was es für besondere Ereignisse gab, wie der Markt aussah und, und. Das ist so der, ich sag mal, der Traumalltag, wenn man soweit ist, dass man automatische und erfolgreiche Handelssysteme aktiv hat. Der Weg dahin ist natürlich enorm, enorm schwer, so wie auch das profitable Trading an sich. Ich überlege, wie ich das sage. Ja, viele kennen es vielleicht, wenn sie in Foren oder in einer Zeitung oder sonst wo irgendwelche Artikel gelesen haben von einer Beispielstrategie oder sich eine Inspiration geholt haben, dann ist der Weg recht lang, bis man den ersten Trade nach dieser Strategie durchführt. In der Regel ist es so, ich habe was Interessantes gelesen in der Zeitung, der handelt nach, sag mal, Indikator XY und hat die und die Einstellung, die Rahmenbedingung, diese Assets handelt er. Schreibe ich mal alles mal auf, gucke ich mal am Chart an und fange ich mal an nachzutraden. Dann geht es halt los, wir machen die erste Erfahrung, traden, traden, traden. Und irgendwann stellen wir fest, oh, 2 Wochen habe ich das jetzt mal gemacht, jetzt habe ich keine Lust mehr, es verdient ja gar kein Geld, das stimmt ja gar nicht, was da steht und wir gehen weiter zur nächsten Strategie. Beim Algo-Trading ist das der Weg nicht viel anders. Beim Algo-Trading gehen wir halt zum Beispiel so vor, oder auch viele andere erfolgreiche Algo-Trader, die haben halt erstmal eine Strategie. Und die Strategie muss nicht so aussehen, wie sie jetzt vielleicht denken. Also es muss keine Strategie sein, die Markttrends erkennt, bei steigenden Trend kauft und andersrum short geht, sondern Trading-Systeme können auch vielfältiger sein. Das können zum Beispiel Arbitrage-Systeme sein, sprich Systeme, die einfach Preisdifferenzen erkennen, wenn zum Beispiel bei Broker A, was auch immer, der Euro-Dollar billiger ist als bei Broker B. Das ist zum Beispiel ein Arbitrage-System. Es gibt natürlich auch in anderen Branchen auf der Welt Systeme, die einfach Bestände hedgen. Das kann man vielleicht von den, zum Beispiel von den Öl- oder von den Airline-Firms. Da sitzt natürlich auch keiner und sagt, wir haben jetzt einen hohen Öl- und Kerosinbedarf. Jetzt kaufen wir mal ein paar Futures, um uns gegen den steigenden Markt zu hedgen. Sondern das sind auch automatische Handelssysteme. Sprich, es gibt automatische Handelssysteme, die das Ziel haben, mit den Trades an sich Geld zu verdienen. Und es gibt natürlich auch automatische Handelssysteme, die das Ziel haben, wo der Gewinn einfach nur ein netter Nebeneffekt ist, wie zum Beispiel bei den Airlines und ihren Hedging. Genau, also Trading-Alltag eines Algo-Traders ist an sich relativ entspannt und einfach. Allerdings ist die Kunst halt wirklich bei dem Aufbau von einem Algo-System an sich. Genau, Trading-Alltag mit kleinen Robotern erleichtern. Also, wir wissen jetzt, automatische Handelssysteme können an sich das Hauptziel haben, Geld zu verdienen. Sie können eher als Absicherung dienen und sie können aber auch ziemlich viel Arbeit im Alltag abnehmen. Man muss nicht zwingend sagen, ich möchte jetzt komplett gar nicht mehr manuell handeln. Ich möchte jetzt nur noch davor sitzen und handeln lassen. Das muss nicht zwingend sein. Ich persönlich finde immer die Mischung ganz interessant und sinnvoll. Man kann sie auch einfach viele Kleinigkeiten abnehmen lassen von einem kleinen Roboter. Ich sage immer dazu, das sind so die typischen Äffchenaufgaben. Das sind so Aufgaben im Alltag, wo man sich mit der Zeit vielleicht denkt, da muss ich jetzt kein Gehirnschmalz reinstecken. Das könnte auch ein kleines Äffchen für mich abnehmen. Und so ähnlich ist es mit den Robotern halt auch. Was sind so die typischen Äffchenaufgaben im Alltag eines Traders? Fängt halt natürlich an mit den Signalkursen. Also wir gucken auf den Chart und sagen uns, wenn der DAX jetzt bei 10.000 ist, dann möchte ich nochmal raufgucken und nochmal entscheiden. Dafür gibt es Signale.
nutzen wahrscheinlich auch sehr viele von Ihnen, ist eine sinnvolle Sache, muss man nicht immer ständig raufgucken, sondern wird halt informiert, wenn ein gewisses Ereignis passiert. Ist auch eine gewisse Form von einem kleinen Roboter. Eine weitere Äffchenaufgabe ist es zum Beispiel, ich sag mal einfach gewisse Take-Profits oder Stop-Loss nachzuziehen oder anzupassen. Wenn wir also ein System haben, wo die Einstiege zum Beispiel nicht 100% definiert sind, sondern wir immer noch ein gewisses Bauchgefühl haben, was erstmal in diesem Moment jetzt okay ist. Es geht mir nicht darum, ob das jetzt sinnvoll ist oder ob das abgeschafft werden muss, dieses Bauchgefühl in der Strategie. Es geht einfach darum, dass der Entry noch nicht ganz definiert werden kann. Gibt's öfters, viele haben halt die Strategien, aber haben zum Beispiel eine feste Stop-Loss-Regelung oder eine feste Take-Profit-Regelung, die zum Beispiel besagt, wenn der Trade 1% im Gewinn ist, dann zieht den Stopp immer um 10 Pips nach, das alle 1%, 18 Uhr sollst du glattstellen. Das ist zum Beispiel so eine ganz strikte Regelung. Ist für einen Trader an sich ziemlich zeitaufwendig, wenn man immer schauen muss, sind wir jetzt 1% im Gewinn? Nee, nur 0,8, dann warte ich nochmal kurz, jetzt sind wir 1% im Gewinn, jetzt mache ich das. Kann man abnehmen. Gibt es auch schon in diversen Trading-Tools die Funktion, dass es nachgezogen wird. Ist auch wiederum eine kleine Art vom Algo-Trading oder von Trading-Robotern. Das gleiche natürlich auch mit dem Volumen zum Beispiel, können auch viele, wenn man halt immer sagt, ich möchte 1% vom Depot riskieren, pro Stop-Loss, dann muss ich nicht jedes Mal den Taschenrechner rausholen, sondern kann einfach ganz klar sagen, so, ich kaufe jetzt den Euro-Dollar, hier ist mein Stopp, rechne mir aus, wie viel ich vom Volumen her handeln kann, um nur x Prozent von meinem Depot zu riskieren. Auch eine kleine Art davon. Und das kann man, das Universum von diesen kleinen Robotern ist enorm groß. Ich hatte es ja zu Beginn auch kurz erklärt, es gibt zum Beispiel auch viele kennen es wahrscheinlich auch, langsam ist die Zeit vorbei, wo die Steuererklärung abgegeben werden muss und entweder macht man es selbst, lässt es vom Steuerberater machen. Bei Firmen ist es natürlich noch mal etwas komplizierter wegen der Finanzbuchhaltung, aber die Trades an sich müssen halt erfasst werden. Es kommt aber darauf an, viele sind mit dem HTML-Statement vom MetaTrader zufrieden. Bei Firmen ist es halt schwieriger, da müssen halt die ganzen Trades zum Beispiel in ein gewisses Steuerformular umgewandelt werden. Das ist das sogenannte Data-Format. Und hier spielt halt auch ein kleiner Roboter eine große Rolle. Also es bringt nichts, wenn ich mich jetzt da hinsetze und 10.000 Trades aus dem letzten Jahr anfange, in einer Tabelle zu kopieren. Und da bringt halt ein kleiner Roboter auch enorm viel Arbeit. Genau, also kurz gefasst, jede Aufgabe, die nervig ist oder die fest definiert ist, kann automatisiert werden, ohne zwingend dieses System handeln zu lassen. Genau. Ja, wo machen überhaupt automatische Hilfen oder Trading-Systeme Sinn? Ganz klar, der erste Punkt, wenn ich nur Teilzeit-Trader bin, wenn ich auf Arbeit sitze, vielleicht von der Arbeitszeit her recht unflexibel bin, keine Gleitzeit habe und ich jetzt von 8.30 Uhr bis 7 Uhr bis 17 Uhr arbeiten muss, Stunden nach Hause weg, bin ich um 18 Uhr zu Hause vielleicht, das ist ziemlich schwer zu handeln. Was macht man da? Entweder sagt man, okay, ich schaffe das nicht, ich muss höhere Zeitfenster nehmen und ich fange jetzt an, auf Tageskanäle zu handeln, setze ich mich einmal am Wochenende hin, gucke mir meine Trades aus, lege die Orders rein, komme ich mit der Zeit klar. Ist die eine Variante. Die andere Variante ist natürlich einfach halt vollautomatische Handelssysteme in dem Moment zu nutzen. Sprich, ich kaufe mir ein Handelssystem oder ich lasse mir ein Handelssystem programmieren, sorge dafür, dass das System ordentlich überwacht wird, sprich, ich möchte den Computer nicht zu Hause mal anlassen, lagere das aus auf einen Server und dann habe ich natürlich die Möglichkeit auch, wenn ich nicht zu Hause bin, wenn ich den Kopf nicht dafür habe, wenn ich nicht in der Nähe eines PCs bin, automatisch handeln lassen für mich.
So, der größte Vorteil natürlich überhaupt. Das Ganze gilt dann natürlich auch, wenn ich im Urlaub bin, wenn ich meine Freizeit genießen möchte, wenn ich Zeit mit der Familie haben möchte. Das ist wahrscheinlich auch ein Problem, das viele kennen, dass man wahrscheinlich, wenn man schon wenig Zeit hat, dass man die Zeit natürlich gerne mit dem spaßigen Hobby des Trading nutzen möchte. Allerdings ist dann auch die Frau, Freundin, Ehepaar, Familie da, die nicht ganz damit zu glücklich ist, wenn man den ganzen Tag nur noch vorm Rechner sitzt. Auch ein sehr großer Vorteil, was Algo-Trading betrifft, auf jeden Fall. Ja, natürlich müssen wir alle mal früher oder später schlafen gehen. In der Regel schlafen wir zur Asia-Session. Und ja, was haben wir da für ein Problem? Wir können halt die Asia-Session in der Hauptzeit natürlich handeln. Außer wir sind jetzt nachtaktiv, wahrscheinlich die wenigsten von uns. Wie wirkt sich das momentan auf einem aus? In der Regel sagt man auch, Asia-Session kann ich nicht handeln. Also verwerfe ich die Strategie oder ich lasse meine Strategie nur auf den Hauptmarkt handeln, auf den europäischen Markt. Kann man machen. Allerdings kann man hier auch einfach sagen, okay, ich automatisiere das, dann kann ich am Tag selbst handeln oder handle nicht mehr am Tag selbst, aber auf jeden Fall kann ich auch die Asia-Session handeln, sprich da, wo ich schlafe. Dazu habe ich auch noch ein ganz gutes Praxisbeispiel, das kommt dann noch im nächsten Schritt. Das ist auch nochmal eine ganz gute Erklärung dazu. Ja, genau, wenn man reist, klar, im Urlaub, im Flieger, im Auto, ist das Trading oft schwer. Wenn man krank ist, ja, das ist auch ein großer Punkt, das gleiche, in der Freizeit hatte ich ja gesagt, oder auch besser gesagt immer, sprich, wann macht automatisches Trading Sinn? In der Regel immer. Immer dann, wenn ich etwas fest definieren kann. Gut, kommen wir zu dem spannendsten Teil meiner Meinung nach, also die Praxisbeispiele aus dem Alltag. Dafür gehe ich ganz kurz mal auf einen Trading-Server von uns. So. Der ist hier. Was anderes auf. Und da sehen Sie den MetaTrader von FX Flat. Und hier möchte ich gleich mal dem Beispiel oder das Beispiel aufgreifen mit dem Trading in der Asia-Session. Hier ist jetzt der Chart vom Euro-Dollar, eine Stunde. Der geht jetzt hier vom 4.1.2016 bis zum 13.1., also von Anfang des Jahres. Das ist jetzt ein Handelssystem, zum Beispiel von uns, was hier aktiv ist. Hier sehen wir, es ist etwas bunt und nicht ganz so gut erkennen, aber hier, wo die Maus ist, wo die Maus sich gerade bewegt, da sieht man eine blaue Linie, da wurde ein Entry getriggert, sprich, da hat das automatische Handelssystem um ja, Mitternacht gehandelt, ist long gegangen. Und hat es ein paar Tage danach um Mitternacht auch wieder verkauft. Wie man hier sieht, vom Stieg her kann sich das auf jeden Fall sehen lassen. Aber hier muss man sich natürlich die Frage stellen, hätte ich die Strategie, die dahinter steckt, wäre ich dann um Mitternacht überhaupt wach, um profitabel zu handeln? Das ist genau das Problem, was ich auch vorhin angesprochen hatte mit den Artikeln, Videotutorials oder ähnliches. Oft sehen wir oder lesen wir von erfolgreichen Strategien. Vielleicht stimmt das auch auf das Ergebnis, was wir sehen, aber in der Regel basieren solche Ergebnisse mal auf der Basis, dass wir wirklich rund um die Uhr am Markt aktiv sind. So, die meisten würden natürlich sagen, naja, okay, Strategie ist ganz profitabel, aber ich muss ja auch mal schlafen und auch mal arbeiten. Dann mache ich das halt irgendwie in der Zeit, wo ich Zeit habe, sprich von ja, 18 Uhr bis 21 Uhr lasse ich die anderen Trades aus und trade so weiter. In der Regel klappt das leider nicht. Wenn man das so machen möchte und wenn man keine automatischen Handelssysteme nutzen möchte, dann muss man das auf jeden Fall nochmal neu bewerten. Man kann ja nicht sagen, okay, ich habe ja hier schon einen Backtest gesehen in der Zeitschrift, im Videotutorial, was auch immer, war erfolgreich.
Dann trade ich das halt nach. Es kann durchaus sein, dass wenn wir eine gewisse Strategie nur von 18 Uhr bis 21 Uhr handeln, dass sie dann ja, plötzlich nicht mehr profitabel ist. Das ist natürlich ein ganz großer Vorteil von dem automatischen, Ich bin halt auch hier, das ist, denke ich mal, recht schwer zu erkennen. Die Pfeile hier wiederum, da sieht man, dass die Strategie zum Beispiel jede Stunde oder fast jede Stunde halt eine Order angepasst hat. Sprich, wir wollten hier oben schon long gehen, unter einer gewissen Voraussetzung. Der Markt ist dann auch weitergefallen. Hier sehen wir, ist der Markt wieder langsam angestiegen. Wir hätten fast die Bestätigung bekommen, man hat hier die Highs gebrochen. Wir wären hier long gegangen, aber die Bestätigung kam nicht, der Markt ist weitergefallen. Wohlgemerkt mal in einem Zeitraum von zwei Tagen, von ja, 15 Uhr durch die Nacht bis nächsten Tag, übernächsten Tag 15, 16 Uhr. Jede Stunde gab es eine Anpassung von der Position. Manuell hätte man das so natürlich nicht mitgemacht. Oder man hätte vielleicht irgendwann hier gesagt, ah, fällt doch, ich mache nicht mehr mit. Oder hätte ich vielleicht gesagt, ah, ich habe jetzt keine Lust mehr, die paar Punkte zu warten. Ich investiere jetzt. Und sehr unwahrscheinlich, dass ich das ganze Spiel mitgemacht hätte bis hier. Wie man sieht, das für das automatische Handelssystem ist das ja keine Arbeit. Das macht es einfach, das hat keinen Hunger, das wird nie müde, das ist immer aktiv. Und es handelt einfach zu den Zeiten, wo wir nicht am Rechner sind. Das ist ein enormer Vorteil. Zweites Praxisbeispiel. Ich hatte es ja schon öfters erwähnt, Trading Server. Was ist überhaupt ein Trading Server? Nochmal nur kurz zur Erläuterung, was auch ein großer Vorteil ist. Ich denke mal, die Mehrheit von Ihnen wird wahrscheinlich Windows nutzen und kein Mac. Aber die, die einen Mac nutzen, die kennen es wahrscheinlich, dass sie in der Regel den MetaTrader oder generell Programme halt nicht auf dem Mac installieren können. Es gibt einige MetaTrader-Versionen, die laufen auch auf dem Mac. Aber spätestens da hat man halt auch das Problem, wenn man zum Beispiel ein MacBook hat, man möchte es auch irgendwann mal zuklappen, man möchte irgendwo hinfahren, man möchte es mitnehmen. Oder bei Stand-PCs von mir aus auch oder auch Stand-Macs. Ja, irgendwann gehen einem die Lüfter mal auf die Nerven oder man saugt mal durch, zieht den Stecker, möchte ihn einfach mal ausmachen, fährt in den Urlaub, dann ist in der Regel der PC auch aus. Oder alle 24 Stunden trennt ja auch der DSL-Anbieter die Verbindung nach Hause. Das ist meist zu der Zeit, wo wir schlafen, aber dann ist die Verbindung halt auch für ein, zwei, drei Minuten weg. Das sind alles so Faktoren, die halt natürlich tödlich sind für ein automatisches Handelssystem. Und ja, was hat man dafür eine Wahl? Dann kann man sich natürlich halt einen Trading-Server holen. Und der Trading-Server, darf man sich eigentlich so vorstellen, dass der Computer halt irgendwo in einem Rechenzentrum steht, hatte ich ja auch schon zu Beginn kurz erwähnt, der halt wirklich den ganzen Tag an ist. Und ich kann mich halt darauf verbinden, so als ob ich direkt davor sitze. Also hier sehen wir im Hintergrund, das ist die Präsentation, das typische Mac-Bild und hier habe ich halt ein kleines Windows. Das kann man auch hier sehen, also das typische System, was man halt so kennt. Und hier drin läuft wiederum mein System. So, könnte ich jetzt mein automatisches Handelssystem dort aktivieren, es eingestellt, handelt und da kann ich es halt auch einfach schließen. Jetzt ist es nur minimiert, aber ich kann es auch komplett schließen und es handelt trotzdem weiter. Ich kann den Mac ausmachen, kann den Stecker ziehen, es läuft halt einfach. Und das ist für die, die halt wirklich oder das Algo-Trading professionell betreiben wollen, es ist enorm, enorm sinnvoll, weil es führt in der Regel keinen Weg daran vorbei. Man kann natürlich auch sagen, auch mein Rechner ist zu Hause immer an, das stört mich nicht, zieht keinen Stecker, kann man natürlich auch machen. Man muss halt immer nur darauf achten, zu Hause kann auch mal was kaputt gehen, Rechner fällt vielleicht trotzdem mal aus, Strom muss kurz mal abgeschaltet werden und, und. Ein Beispiel dafür. Was gibt es noch für Beispiele aus dem Praxisalltag? Nehmen wir an, wir haben zum Beispiel ein Algo-Trading, also sind wir schon etwas in der Schiene des Algo-Tradings und sind allerdings halt nicht zu Hause.
sind auf Arbeit unterwegs, wo auch immer. Und haben natürlich auch nicht die Zeit, immer regelmäßig auf das Konto zu gucken. Wir möchten nicht ständig das Handy rausholen, nachgucken, einloggen. Ah, wie stehen wir jetzt? Wie stehen wir jetzt? Sondern haben halt auch, können wir uns auch kleine Äffchen, kleine Roboter programmieren, die halt solche Funktionen übernehmen. Indem wir uns zum Beispiel eine Nachricht schreiben lassen, eine SMS, eine WhatsApp-Nachricht oder eine E-Mail für eine kurze Information erhalten. Oder wenn uns das nervt, können wir natürlich auch sagen, ich möchte immer um 18 Uhr eine kleine Zusammenfassung per E-Mail halten, wo steht, heute haben deine Systeme das, das und das gemacht, das verdient, das gehandelt und, und. Genau. Eigentlich nur ein kleiner oder ein sehr kleiner Auszug aus dem typischen Praxis, aus den typischen Praxisbeispielen. Viele Sachen sind halt wirklich nicht so sehr bekannt in der Trading-Welt. Das ist auch so unter anderem ein Grund, wieso wir die Webinarreihe aufgebaut haben, um halt in dieses gesamte Thema so ein bisschen Licht zu bringen, weil das Thema Algo-Trading und besonders auch Expert Advisor ziemlich, oder meiner Meinung nach ziemlich, so ein Schwarzmarktcharakter hat, sage ich mal. Ich denke mal, viele von Ihnen haben schon irgendwelche Internetseiten gesehen, wo Handelssysteme verkauft werden, wo automatische Handelssysteme verkauft werden, die unendlich profitabel sind und, und. Da haben wir es natürlich nicht einfach, da hat das Thema an sich, Algo-Trading, hat es nicht einfach mit diesem Ruf, aber dafür gibt es ja uns, dafür gibt es Algo-Camp und dafür gibt es auch die Partnerschaft mit FX-Flat und die Webinarreihe, um einfach den Leuten zu erklären oder den Tradern klarzumachen, das ist Algo-Trading überhaupt und auch aufzuzeigen, welche Fähigkeiten man sich damit entgehen lässt oder welche Möglichkeiten man damit sich entgehen lässt. Genau, ja, von meiner Seite sind wir soweit mit den Themen erstmal durch, mit den Hauptthemen. Ja, meine Damen und Herren, genau, nutzen Sie die Chance, jetzt Fragen zu stellen. Bis jetzt kamen keine Fragen, alle klebten an deinen Lippen. Ja, auch nicht schlecht. Dann habe ich zumindest nichts vergessen, vielleicht. Nee, sehr informativ, auf jeden Fall. Kann auch vieles zustimmen. Und ja, also die Teilnehmer scheinen alle sehr interessiert gewesen zu sein und dass sie, weil alle sind auch bis zum Schluss jetzt geblieben. Das ist immer sehr erfreulich. Ja, sehr schön. Ja, soweit kommen keine Fragen. Also ich denke, waren jetzt auch sehr viele Informationen. Ach, jetzt, da muss man erstmal ein bisschen auffordern, dann kommen. Genau, also das Webinar, wie gesagt, die Aufzeichnung läuft, wird dann auch online gestellt, soweit die Aufzeichnung funktioniert hat. Dann nächste Frage. Welches Kapital ist für den Start des Algo-Tradings sinnvoll? Eigentlich kann man hier die gleichen Voraussetzungen wie auch beim manuellen Handeln nehmen. Also wenn ich eine Strategie habe, die ich manuell handeln möchte, kann ich genauso anfangen wie mit 1.000 Euro, mit 500 Euro, wie auch beim Algo-Trading. Das ist gar kein Unterschied, weil was man halt beim Algo-Trading mit einbeziehen muss, ist einfach nur die Entwicklungszeit oder die Entwicklungskosten. Wenn man sich selbst das System programmieren möchte, muss man sich halt in das Thema einarbeiten, dann muss das Ganze aufbauen und programmieren. Oder wenn man das Ganze halt abgibt, zum Beispiel an uns von AlgoCamp, dann ist halt das System oder die Arbeit, die noch bezahlt werden muss. Aber ansonsten kann ein Algo-Trading-System genauso mit einem 500-Euro-Konto handeln, wie auch beim manuellen Trading. Dann nächste Frage, ob ihr Contabo als Server benutzt? Nutzen wir nicht. Wir haben in einem Rechenzentrum in
Das nächste, wo wir umziehen werden, ist in Frankfurt. Haben wir halt mehrere Server, die wir halt recht individuell anpassen auf die Bedürfnisse von den Usern. Also wenn also jemand ein kleines Handelssystem hat, was nicht so viel Power braucht, dann passen wir die Ressourcen immer individuell für an. Oder wenn jemand wiederum sagt, er hat 50 Expert Advisor und möchte über 4 Broker handeln, dann kriegt er auch die passenden Ressourcen dafür. Das ist in der Regel alles Windows-Server, so dass halt auch der Metatrader drauf läuft und alle möglichen Skripte, die es dafür gibt. Ja, und auch wahrscheinlich auch von der Hardware stark genug, dass man auch mehrere Instanzen gleichzeitig laufen lassen kann, ne? Genau, und dass die Internetverbindung halt auch stark genug ist, um zum Beispiel halt die Live-Kurse von 50 Währungspaaren gleichzeitig zu erhalten, ohne eine Verzögerung, was ja auch essentiell ist. Dann haben wir noch eine Frage, ob es noch sinnvoll ist, jetzt für den MetaTrader zu programmieren oder sollte man sich schon langsam auf den MetaTrader 5 einstellen? Ja, ist eine ganz interessante Frage. Der MetaTrader 4 ist einfach mal enorm stark verbreitet und beim MetaTrader 5 nimmt es langsam auch Fahrt auf, wie ich finde. Ja. So aus der Sicht des Programmierers muss man sagen, ist die Programmierung für den MetaTrader 4 ja recht altmodisch, was so die Strukturen angeht. Also im Vergleich zu einer modernen Programmiersprache ist MetaTrader 4 schon etwas das steinzeitmäßig, aber das ist halt üblich in solchen Fachbereichen, sage ich mal. Also wenn man jetzt Technik oder Programme für Autos entwickelt oder für, ja weiß nicht, für Alarmanlagen, dann wird man da auch keine modernen Entwicklungsumgebung finden, sondern die sind in der Regel in so Fachbereichen halt immer sehr, sehr altmodisch, aber dafür auch enorm stabil. Und ja, also an sich spricht nichts dagegen, auch für die MetaTrader 5 anzufangen. Also für Anfänger würde ich sagen, ist der MetaTrader 4 etwas einfacher von der Programmiersprache her. Allerdings ist der MetaTrader 5, er bietet schon viel Möglichkeiten oder mehr Möglichkeiten, was so das Zeichnen im Chart auch angeht. Ja, wir als Broker beobachten natürlich so eine Entwicklung auch und ist natürlich für uns natürlich auch ein sehr aktuelles Thema zurzeit. Und wir haben auch ja, den Eindruck gewonnen, dass der MetaTrader 5 eigentlich nur Vorteile bringt, mit sich Genau. bringt. Und von daher, der wird sich sehr schnell verbreiten und eventuell schneller als man denkt, den MetaTrader 4 dann auch ersetzen. Aber wir beobachten erstmal die Entwicklung. Bis jetzt ist da ganz positiv, wie der Hersteller MetaQuotes da auch mit den Updates voranschreitet. Und von daher ist das sicherlich ein Thema, was uns noch das ganze Jahr beschäftigen wird. Gut, dann nächste Frage. Jetzt geht es auch um euer Service beziehungsweise euer EA FX Lunch und ob ihr da noch einen Newsfilter einbauen könntet. Ich nehme an, der Newsfilter soll so aussehen, dass wenn wichtige Ereignisse stattfinden, das Genau. Handelssystem So nicht wie handelt, beziehungsweise halt glatt stellt. Genau. ich denke mal, das soll sein, wie bei Non-Farm Genau. Payroll zum Beispiel. Genau. Ja, ist ein interessanter Punkt, wenn sich da mehrere Leute finden, die Funktionen ganz nützlich finden und haben wollen, dann können wir das auf jeden Fall einbauen. Ich schreibe mir den Punkt auf jeden Fall mit auf, weil ja, schon ziemlich interessant ist auf jeden Fall. Dann sind hier einige Fragen bezüglich Server bei euch, aber auch fertige Handelssysteme und Preis für euer Service. Ich denke, es ist einfacher, sich direkt bei AlgoCamp, bei David, sich zu melden, da man auch immer individuell Lösungen finden kann. Ja, dann, ich würde mal, hast du eine E-Mail-Adresse, wo die Teilnehmer dich direkt anschreiben können?
Ja, genau. Also am besten, genau, entweder über die Webseite algocamp.de, über das Kontaktformular, vielleicht vorher ein bisschen stöbern, ein paar Fragen, wenn ihr auch so schon beantwortet und ansonsten einfach an support@algocamp.de. Dann kriegt ihr ganz schnell jemanden, der da antwortet. Entweder bin ich es oder es wird weitergeleitet in die Fachabteilung, an die Experten bei uns. Da gibt es dann ganz schnell eine Antwort. Super. Habe ich irgendeine Frage vergessen? Hier wünscht ein Teilnehmer noch ein paar praktische Beispiele, aber wir haben ja auch noch zwei Termine und ich denke, da werden auch nicht genug weitere Beispiele dann gezeigt werden. Genau, das auf jeden Fall. Besonders ja auch im vierten Teil, da geht es ja um die Idee vom beziehungsweise um den Verlauf von der Idee bis zum fertigen Handelssystem. Ich denke, da sollte auf jeden Fall auch praktische Beispiele vorhanden sein. Genau. Ansonsten, ja, sind alle zufrieden, keine weiteren Fragen. Wie gesagt, wenn Ihnen noch im Nachhinein doch noch Fragen einfallen, dann bitte können Sie sich gerne bei uns melden. Wir leiten das dann weiter oder direkt bei AlgoCamp. Die Webseite kann man jetzt noch auch noch auf der Präsentationsfolie sehen. algo-camp.de. Und ansonsten bedanke ich mich herzlich bei Ihnen, dass Sie teilgenommen haben und aber natürlich auch bei unserem Referenten David Warney. Vielen Ja, Dank, sehr gerne. sehr informativ, wie immer. Wir freuen uns schon auf den nächsten Termin. Bitte melden Sie sich für den dritten Termin bei uns auf der Webseite. Und wie gesagt, das Video wird so schnell wie möglich dann online kommen. Ja. Von meiner Seite aus noch einen schönen Abend. David, du hast das letzte Wort. Ja, von mir aus auch. Vielen Dank. Das ist ein ziemlich exotisches Thema und da freue ich mich jedes Mal, wenn sich Leute finden, die sich dafür interessieren und Lust auf das Thema haben. Von daher vielen Dank und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.